Wir hatten ja diese eine Kennzahl, auf die wir uns in der Corona-Krise so gestützt haben, und das war den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern, und das war gemessen vor allem an der Zahl der Intensivbetten, die es in Österreich gibt. Und von daher, wie viele Intensivbetten es in Österreich gibt, das ist eine Erkenntnis, die ich in dieser Krise gewonnen habe. Und das Faszinierende in Österreich ist, das war auch eine Erkenntnis, die der Gesundheitsminister erst in dieser Krise gewinnen musste, weil es sonst darüber so schlechte Daten gab.